Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute gehen wir nicht ganz weg vom Podcast, weil das ist ja ein Podcast-Format, aber wir sprechen vom Schreiben, wir sprechen von Zeitungen, wir sprechen von Zeitschriften und wie wichtig es ist, sich kritisch nicht nur mit anderen Informationen auseinanderzusetzen, damit man nicht in einer eigenen Parallelwelt oder gedanklichen Parallelwelt lebt, als auch, dass man Informationen und das Schreiben ausführt, um eben ja, sich selber darzustellen, seine eigenen Geschichten zu erzählen. Das alles hört ihr in der neuen Folge und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis dahin, Salam. Salam, 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 Salam. So, Bismillah, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bevor wir das Ganze anfangen, haben wir eine Einstiegsfrage bei uns im Podcast. Und zwar frage ich meine Gäste immer, wenn ich dir jetzt einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und warum? Oh, das ist eine gute Frage. Ein grüner Tee. Schlicht, ohne alles, einfach normal grün? Ja, ohne alles, ohne Milch, ohne Zucker, ohne irgendwelche Zusätze, ja. Okay, sehr cool. Dann darf ich auch schon dich vorstellen, denn wir haben Stefan Suleiman Wilms bei uns, den Chefredakteur der Islamischen Zeitung in Deutschland. Soweit ich weiß, warst du, also du bist Mitbegründer gewesen dort, du hast aber ursprünglich Geschichte, Pädagogik, glaube ich, war das noch, Philosophie und Germanistik studiert? Ich habe es versucht, sagen wir es mal so. Also ich habe, ich gehöre zu den vielen Studienabbrechern im Lande. aber du bist jetzt quasi, wie lange jetzt schon bei der Islamischen Zeitung? Seit der Gründung eigentlich, ne? Seit 19, was war das? 45? Ja, ich habe die ersten, 1995, genau, ich habe die ersten Jahre mehr so im nicht-redaktionellen Bereich gearbeitet, also Versand gemacht, die Mittel aufgetrieben, bin durch Deutschland gefahren, habe die Zeitung an den Mann gebracht und habe dann erst so 98, 99 regelmäßig Beiträge verfasst und bin dann so schrittweise eigentlich in die Redaktion reingekommen und dann aus verschiedenen Gründen wurde mir dann 2002 mehr oder weniger relativ spontan gesagt, ja, wir suchen einen neuen, kannst du das machen? Und weil ich zu der Zeit nicht verheiratet war, keine großartig anderen Verpflichtungen hatte, habe ich ja gesagt. Nur deswegen. Und immerhin das jetzt schon seit 21 Jahren dann. Ja, darf ich, also ich mal, bin seit 21 Jahren in der Funktion, ja. Darf ich fragen, warum eine Islamische Zeitung? Also was, also wieso sollte man überhaupt eine? Ja, gut, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstens würden wir das heute neu gründen oder würde ich da heute an einer Neugründung beteiligt werden, würde ich das nicht mehr so nennen. Okay. Weil eine Zeitung ist natürlich per se nicht islamisch oder christlich oder jüdisch oder irgendwas. Eine Zeitung ist Zeitung. Ne? Man kann gewisse Inhalte transportieren, aber sie kann natürlich keinen Anspruch drauf haben, so einen Stempel drauf zu kriegen. Es ist kein Buch, es ist nicht für die Ewigkeit. Es ist im Grunde so lange, wie es halt aktuell ist. Und also das würden wir heute nicht mehr so machen. Ne? Aber wie das immer so ist beim Rebranding, das Rebranding ist schmerzhafter, als die Sache beizubehalten. Mhm. Und als muss man auch sagen, als wir die Zeitung gegründet haben, war auch eine andere Gemengelage. Da konntest du alles Mögliche, konntest du auf alles Mögliche islamisch pappen und das hielt dann an. Ja, es hat sich jetzt so eingeschliffen. Also wie gesagt, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich habe da grundsätzliche Bedenken oder es gibt einfach gewisse Zweifel, ob das so immer noch die beste Beschreibung ist. Aber es ist halt schwierig, wenn du einmal drin bist. Und sagen wir mal, so einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, wieder rauszukommen. Aber du sagst, du würdest schon das Zeitungsformat haben, aber den Titel würdest du so nicht mehr benennen. Oder sagst du gerade auch, dass du die Zeitung an sich nicht mehr gründen würdest? Also das Zeitungsformat Format sicherlich auch noch beibehalten, wobei wir sind jetzt gerade dabei, an einer App zu arbeiten, sodass ich hoffe, in wenigen Wochen oder in wenigen Monaten auch die Vollversion online ist. Ne? Also das schon, weil es natürlich von der Haptik und auch von der Symbolik wichtig ist. Ja, es ist ein bisschen die Frage, also natürlich würde ich die Inhalte gerne weiter bearbeiten oder
werde ich die Inhalte weiter bearbeiten oder wir werden die Inhalte weiter bearbeiten. Die Frage ist ein bisschen die Zielgruppe. Ne? Wir haben so ein bisschen das Glück, wir haben eine sehr diverse Zielgruppe. Und das führt natürlich dazu, dass man immer auch ein bisschen von jedem etwas machen kann. Und dass man vielleicht auch ein bisschen markiert ist. Ne? Also ich halte es genauso für interessant, auch ein Medienformat zu machen, wo es nicht ausdrücklich um Islam geht, ne? Sondern wo man eine andere Art des Sprechens hat, um einfach auch die Inhalte und Bedeutung auch weiter transportieren zu können. Aber wir haben ja nie die Zeitung gemacht, um irgendwie um der Zeitung willen. Ne? Also die Zeitung ist ein Medium, ist ein Kommunikationsmittel und nicht Selbstzweck. Ne? Aber wenn ich fragen darf, ich meine 1995, wie du sagst, eine andere Gemengelage. Was war denn der ausschlaggebende Grund, warum überhaupt so ein Format ins Leben gerufen wurde? Ja, also man muss zum Beispiel mal verstehen, wir sitzen jetzt gerade, also in 5 Tagen geht die neue Ausgabe an den Drucker, wir sitzen gerade an der Ausgabe 342. Und wir haben in den Jahren 1995 bis 1999 haben wir 20 oder 22 Ausgaben produziert. Und das war ein rein ideelles Format. Und wir sind auch nicht regelmäßig erschienen, sondern sagen wir so, immer wenn wir sozusagen das Geld zusammengekratzt haben, im Grunde unser eigenes Geld immer zuerst oder einen Job gemacht haben, damit wir die Zeitung machen können oder halt andere Muslime gefragt haben. Das Ganze ist entstanden in Weimar, ne? Also in der Stadt Goethes und Schillers. Und wir waren da einfach, hatten uns da 1,5 Jahre vor der Gründung zusammengefunden. Und die Idee war einfach, den Leuten irgendwas in die Hand zu drücken. Also wir haben versucht, so ein bisschen mit den Ostdeutschen ins Gespräch zu kommen. Das war damals vor 9/11 wesentlich einfacher als heute. Und es gab also ganz im Vergleich zu jetzt relativ wenige Schwellen, Berührungsängste zum Thema Islam, zum Thema Muslime. Und wir haben uns einfach gedacht, naja, wenn wir so ein Medium hätten, also wir haben mit 6 Seiten, 8 Seiten angefangen, in Schwarz-Weiß, dann können wir einfach mehr Leute erreichen. Und die ersten Jahre war eigentlich auch unser Zielpublikum waren Leute, von denen wir gehofft haben, dass sie sich in irgendeiner Weise für den Islam begeistern können. Also wir haben die Islamische Zeitung die ersten Jahre gar nicht so sehr für die Community gemacht, für die muslimische Community, sondern für unser Umfeld in Weimar oder halt in Ostdeutschland. Okay. Und darf ich fragen, wer ist aktuell die Ziel oder wer ist die Hauptzielgruppe aktuell mittlerweile? Wohin hat sich das entwickelt? Und ich sage, das ist ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Problem klingt falsch, weil es ist natürlich auch gut, wenn man eine diverse Leserschaft hat. Ne? Wir haben, ich sage mal so, unserem Verständnis nach deutsche Muslime, aber Deutsch ist nicht im ethnischen Sinn oder im Herkunftssinne, sondern Leute, die hier leben oder in Österreich, in der Schweiz und die halt Deutsch sprechen und sich für das interessieren, was hier vor Ort passiert. Ne? Ne? Die halt ein bisschen einen Überblick haben möchten über verschiedene thematische Aspekte. Und aber auch für Leute, die sich für Islam interessieren und für diejenigen, die aus beruflichen oder in Interessegründen mit Muslimen zu tun haben. Das sind so die drei Gruppen von Abonnenten und das spiegelt sich auch bei unseren Zahlen wider. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, ich gehe jetzt heute in die Rubrik Wirtschaft, ich meine Kultur oder irgendwie Politik oder so. Wenn man jetzt da drauf geht, erwartet man was anderes, wenn man auf anderen Magazinen ist? Ist da, also mit welchem Pinsel ist das bestrichen oder ist das am Ende des Tages, ich sag mal, Mainstream News, aber eben auch eine andere Perspektive auf die Dinge? Oder wie könnte man dann? Also ich bin mit dem Begriff Mainstream, das ist jetzt ein anderes Thema, das will ich auch nicht weiter fortführen, weil ich bin mit dem Begriff Mainstream nicht ganz warm. Ne? Naja, ich sag mal so, bestimmte Dinge werden wir nicht abhandeln, einfach weil wir das sowieso nicht so gut können, wie das die Großen können. Ne? Also da, wir haben keine, wir können nicht morgen einen Korrespondenten nach Kairo schicken oder nach Malaysia oder irgendwie ein Rechercheteam von 10 Leuten irgendwie an irgendwas schicken. Das heißt, das wirst du bei uns nicht finden, aber was wir relativ gut können, ist, dass selbst unter dem, was man so als Mainstream News findet, zum Beispiel in Nachrichtenagenturen oder von NGOs, das rauspicken, was ein bisschen unterberichtet wird, ne? Sowohl im allgemeingesellschaftlichen als auch im innermuslimischen Diskurs. Ne? Also wir versuchen so ein bisschen die Lücke zu finden, Dinge aufzugreifen, die nicht jeder hat, ne? Kompetenzen oder Nischen zu eröffnen, wo halt die, ich sag mal so, die Großen nicht hingehen
wo aber auch das, was man als muslimische Medienlandschaft in Deutschland bezeichnen könnte, auch nicht hingeht. Also wir versuchen natürlich schon so gewisse Alleinstellungsmerkmale zu haben, zum Beispiel mit Themen wie, das haben wir schon vor 20 Jahren aufgegriffen, mit Themen wie Ökonomie, mit Themen wie Globalisierung, mit Fragen wie einfach, wie sich praktisch auch Lebensmodelle und Alternativen aus zum Beispiel unserer eigenen Tradition heraus ableiten lassen können. Also wir sehen uns da auch ein bisschen als einen, als so eine wechselseitige Membran. Also einerseits muss innermuslimische Diskurse für die Mehrheitsgesellschaft oder für Interessierte aus der Mehrheitsgesellschaft aufzuarbeiten und auch zu gucken, was haben Muslime zu einem bestimmten Thema zu sagen. Eine Arbeit, die leider von Muslimen extrem selten gemacht wird. Da passiert viel zu wenig, aber gleichzeitig auch zu gucken, was gibt es zum Beispiel an relevanten Themen, an relevanten Fragen, die auch uns betreffen und die für die muslimische Community aufzuarbeiten. Das ist ein Teil unserer Arbeit. Den letzten Artikel, den ich gesehen habe, der genau in das reinfällt, was ich auch sehr spannend fand, war Spenden und Kryptowährung. Zum Beispiel, ne? Ne? Also weil das, ich habe, Kryptowährung war ja so aktuell nicht, ne, weil jetzt ist irgendwie AI irgendwie das größte Thema, aber damals, als es durch die Gag gegangen ist, sind Kryptowährungen erlaubt, halal, oder wenn wir in anderen Magazinen waren, grundsätzlich Thema Kryptowährung, die ganzen Scams, die dahinter sind und allgemein ist die Technologie fähig, irgendwie, ich weiß nicht, den Alltag irgendwie zu unterstützen durch irgendwelche neuen Erfindungen, aber den Kontext Spende und Kryptowährung ist mir so nicht wirklich über den Weg gelaufen. Nee, klar. Ne? Also das ist eigentlich so, das ist eigentlich, was mich fasziniert, ist zu gucken, wo gibt es innovative Ansätze, entweder aus der Lehre, ne? Da gibt es auch Modelle, die haben die Muslime im Zuge ihrer modernen Besoffenheit in den letzten 150 Jahren komplett verloren oder auch dekonstruieren lassen. Also von den Stiftungen über Zusammenschlüsse, die berufsnah sind, von Märkten über, also all diese Dinge, die eigentlich spannend sind, wo man sagen müssen, ey, ihr müsst doch mal was machen, wo viele Nicht-Muslime auch aktiv sind. Ne? Das ist das eine, aber auch zu gucken, ey, wo haben Muslime interessante Ansätze zu bieten, von Commons Place über alles Mögliche. Ne? Also wollen wir ein bisschen diesen Blick weiten, also diese ganzen ausgetretenen Pfade, und weil du hast vorhin das Begriff Mainstream benutzt, ne? Mainstream ist überall. Also Mainstream gibt es in der Mehrheitsgesellschaft, es gibt auch einen innermuslimischen Mainstream, es gibt einen kritischen Mainstream, es gibt einen affirmativen Mainstream, also Mainstream ist jetzt ist nicht eine Sache, da, mit der man Othering betreiben kann, wo du sagen kannst, das sind die anderen. Wir sind auch als muslimische Community haben wir auch unseren Mainstream. Ne? Und wir versuchen ein bisschen uns da so durchzuschlängeln und zu gucken, was ist relevant, was ist spannend und auch zu gucken, wo kannst du was Neues machen. Das ist nicht ganz einfach, weil man ein kleines Team hat, weil wir sind dann eben auch angewiesen auf freie Autorin, auf Ehrenamtliche. Also da muss man sich relativ viel bewegen, um irgendwas Gutes hinzukriegen. Ich finde, wir machen das relativ gut im Vergleich zu anderen. Sind wir meiner Meinung nach da relativ gut unterwegs, aber das ist ziemlich viel Arbeit und es entgehen natürlich auch Dinge, die man so jetzt nicht mitkriegt. Und es gibt natürlich aktuelle Themen, denen können wir natürlich auch nicht ausweichen. Also hätten wir jetzt nach dem 7.10. nichts über einen Nahostkonflikt gebracht, hätten die Leute auch gedacht, wir wären bescheuert. Auf bestimmte Dinge muss man auch eingehen. Ne? Ja, absolut. Ich komme auf das Stichwort Nahostkonflikt tatsächlich klar, zu sprechen, klar. Aber bevor wir da hinkommen, wie ist denn die, also du hast ja gesagt, die EZ entwickelt sich auch weiter, sie ist mit dem Monatsmagazin oder Blatt, was ihr irgendwie aus eigenen Geldern zusammengekratzt habt, entstanden, entwickelt sich dann zu Mehrfachausnahmen. Es gibt dann die digitale, es gibt die Website, es gibt die ausgedruckte Zeitschrift und jetzt bald kommt auch eine App. Was ist denn so deine Wunschvorstellung der EZ, wohin sie sich mal entwickeln sollte in den nächsten 20, 30 Jahren? Ja, das ist nicht mehr. Also erstens, dafür müssten wir Nachfolger finden. Also ich bin nicht mehr derjenige, der über Jugendevents oder Jugendthemen schreiben kann, weil ich bin einfach knapp 53. Ich versuche mich relativ da geistig fit zu halten, was übrigens auch eine Aufgabe ist. Also, aber wo ich möchte, wo die EZ hin will, wir sind eigentlich immer so gut wie die Leute, die mitmachen. Ne? Also ich kann das hier auch nochmal als Aufruf im Grunde hängen. Also wir suchen immer Autorin, immer Fotografinnen. Jetzt konkret suchen wir junge Leute, die so auf der Basis von so einem 500-Euro-Job bereit werden, alle zwei Tage für uns ein
60-sekundigen Videobeitrag einzusprechen, für Instagram zum Beispiel. Mhm. Man muss ja den Algorithmus überwinden. Also da sind wir, da gehen wir natürlich auch immer dahin, wo die Leute hinwollen, in dem Sinne, ne? Bei Medium, bei Gestaltung. Es ist so eine meiner Standardantworten, wenn Leute sagen, ja, aber ihr macht das und das nicht. Ist aber, ja, dann mach du es doch. Du kannst gerne 30% des Zeitungsplatzes haben, also bis Milano. Also wir sind so das Gegenteil von dem, was viele andere in der Community machen. Wir also sind auf Knien dankbar, wenn Leute da mitmachen. Ne? Wir haben relativ breite Leitplanken. Ne? Also wir sind auch in vielen Fragen komplett nicht ideologisch und sind da eigentlich dankbar fürs Mitmachen. Ich denke, was wir machen müssen, A, ist die vollkommene Digitalisierung, dann in der Digitalisierung die Monetarisierung muss rein. Wir müssen mehr spannenden Content kreieren, beziehungsweise vorhandenen Content spannend aufbearbeiten, da arbeiten wir dran. Und ich glaube, was wichtig ist, man durchstellt, also wir haben eine relativ diverse Autorenschaft, also Frauen, Männer, Migranten, Nicht-Migranten, Muslime, Nicht-Muslime, also nochmal nicht bunt aufgestellt, aber jetzt unterstellt immer so ein bisschen, dass man so relativ kühl und analytisch ist. Ne? Und ich denke, wir brauchen auch Plattformen wie zum Beispiel so ein Podcast, vergleichbare Videoplattform, dass die Leute auch erkennen, also egal wie analytisch du sein magst, du bist nicht gefühllos oder kalt. Weil was wir zurzeit sehen, das ist wichtig und das ist, entschuldige bitte, wenn ich ein bisschen länger aushole, aber das ist wichtig, weil was wir momentan erleben, zum Beispiel auf den Zugriffszahlen, ist, dass jeder Content, der entweder Emotionen erzeugt oder der Emotionen bedient, wird um ein Vielfaches abgefragt als der vermeintlich kalt analytisch ist. Ne? Und da sieht man zum Beispiel unter den Muslimen die erfolgreichen, ich nenne sie nicht Journalisten, weil für mich sind sie keine Journalisten mehr. Ne? Aber die Leute mit, die Influencer mit ihren Instagram- oder TikTok-Accounts, die meistens Zuspruch finden, das sind Leute, die auf einer, die über die Erzeugung und Einsammlung von Affekten und von Emotionen die Leute ansprechen. Das ist ein relativ geschicktes Ding, weil es aktiviert auch so neurologisch die niedrigen Hirnstämme, also den Hypothalamus, das limbische System und führt auch zu einer relativ schnellen und heftigen Satisfaktion dessen, was der Nutzer will. Aber das ist kein Journalismus. Das weiß man aus der Forschung, die ganze Art und Weise, wie Medien, gerade junge Leute, die bis zu 25-Jährigen, die ja im Grunde so ein bisschen bei Nachrichten und bei Mediencontent naschen. Ne? Also die da keine stringente Strategie verfolgen, sondern im Grunde immer nur das so nehmen, was sie interessiert. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja. Da besteht einfach ein Zusammenhang zwischen quasi dem technischen Gerät, dem Medium und der Art und Weise, wie es genutzt wird. Und das führt dazu, zu Phänomenen wie Doomscrolling zum Beispiel, aber auch zu Phänomenen wie Dopaminausschüttung, was sozusagen das Gerät und die Plattform selber auslösen. Das kann auch das Thema Fußball oder das Thema Mode betreffen. Mhm. Einfach die Tatsache, dass man auf dieses Ding guckt. Ne? Ich meine, eine Social-Media-Plattform, es gibt eine schöne Dokumentation dazu, das Hacken der Psychologie, dass genau das genutzt wird, um eben möglichst lange eine Person am Bildschirm zu halten, um eben mit dieser Emotionalität zu spielen, die Likes, die Herzchen und all was das Ganze ist, damit man dieses zombiehafte Verhalten irgendwie auslöst und man ist irgendwie plötzlich, ohne dass man merkt, 2 Stunden am Smartphone gewesen. Und ich meinte nur, dass man diese Psychologie jetzt auf verschiedene Art und Weise nutzt. Der eine nutzt, um irgendwie eine Followerschaft zu haben und dann irgendwie sein Marketing zu platzieren und daraus Geld zu generieren, ja, aller Influencer. Aber was ich nur sage, in dem aktuellen Zeitalter, was ich jetzt so schrecklich finde, dass genau die gleiche Methodik genutzt wird, um Desinformation zu platzieren, weil mit Emotionen gespielt wird, die dann Leute dazu veranlasst, Sachen zu teilen, ohne dass man sie vorher geprüft hat. Man ist so emotional bewegt davon und ist in dieser Bubble drin, egal jetzt um welchen Konflikt es eigentlich geht, dass man anfängt, teilweise blind. Also wir haben jetzt vor letzten Sonntag, das ist jetzt Zeitpunkt, da hatten wir mit einem Bruder gesprochen, der eben Palästinenser ist und der hat auch nochmal darüber animiert. Es ist nicht Sinn der Sache irgendwie, dass wir als Muslime auch aufgrund unserer Emotionen getrieben, weil wir die ganze Zeit vor Social Media sitzen, anfangen Sachen ungeprüft zu verteilen, nur weil unsere Emotionen uns dazu bewegen. Worauf ich nur darauf hinaus wollte, ist dieses Spielen mit den Emotionen am Bildschirm im Vergleich zu einem
sachlichen, kritischen, fundierten Journalismus ist schon etwas, was diesen ganzen Bereich irgendwie auseinanderscheren lässt und auch die Gesellschaft und die Leute, die es konsumieren. Ja, klar. Man muss ja einfach mal sagen, und ich habe mich persönlich selber nie als Journalist bezeichnet, weil ich habe nicht die Fachausbildung. Ne? Mhm. Ich habe auch nicht bei einem professionellen Medium in irgendeiner Weise hospitiert oder dergleichen. Ne? Ich würde mich als Redakteur bezeichnen. Also mein Job ist mehr des Redigierens als des Journalismus betreiben. Ich kann Artikel schreiben oder so, aber das ist was anderes. Ne? Ich glaube, wichtig, zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist auch, hat auch seine Entsprechung in der muslimischen Lebensweise, ist, dass Journalismus zeichnet sich in der Regel davon aus, dass es ein überpersönliches Projekt ist. Mhm. Das heißt, du hast einen redaktionellen Prozess, du hast ein Gegenlesen mindestens eins, du hast eine Kontrolle dessen, was du schreibst. Du hast auch eine Debatte darüber, stimmt das? Und es ist nicht sozusagen der Influencer, der YouTuber, die TikTokerin, der was auch immer, der Blogger, sondern es ist ein Prozess. Ne? Das heißt, man überwindet erstmal in der Medienarbeit jeder hat seine eigene Subjektivität. Und du hast auch immer dann noch eine Instanz da drin. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Journalismus brauchen. Du hast mich vorhin gefragt, was ich will. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Deep Journalism. Das ist auch angesichts, sagen wir mal so, der Mittelkürzung in Deutschland, also in den letzten 20 Jahren, machen ein Viertel der Journalisten, produzieren das Vierfache des Contents. Ne? Also da ist natürlich dann auch ein Qualitätsverlust drin. Aber was es natürlich immer häufiger gibt, sind diese Recherchenetzwerke. Ja. Ne? Wo dann irgendwie, weiß nicht, 10 Journalisten ein halbes Jahr in so Dingen wie den Panama Papers sitzen. Und das finde ich spannend. Ja. Und da würde ich, das sind so Dinge, die ich gerne machen würde, wenn sich so ein bisschen die Begeisterten, aber auch ein bisschen die Mittel dafür finden ließen. Also falls sich jemand ein Begeisterter unter den Zuhörern findet, bitte klar, mal jemand investigativ hinter dem Halal-Fleisch-Business in Deutschland, bitte. Und den ganzen Siegeln, die ominös irgendwo auftauchen. Ich finde das. Das ist so ein Thema. Ich habe letztens mit einem Bruder darüber gesprochen. Es gibt ja keinen Verbraucherschutz in dem Sinne, der jetzt speziell drauf schaut, weil es nirgendwo geregelt ist. Nee, gibt es ihn natürlich nicht. Das heißt, rein theoretisch, ich will jetzt nicht unseren ohne jetzt eine Nation zu nennen, aber unseren muslimischen Supermarkt um die Ecke, der halt irgendwelche Produkte hat, aus aller Welt, aber meistens dann irgendwie aus Deutschland anzukreiden. Ich finde es schon suspekt, warum einfach überall Halal draufsteht. Weiß ich nicht, ne? Also ohne das jetzt paranoid zu werden, aber ist schon ein Business, eine Business-Sparte, die extrem intransparent ist. Also der einzige transparente Hersteller, der auch damit wirbt, ist irgendwie Josefs Bio. Ich sage nicht, dass es der einzige ist. Ist der einzige, der mir übergekommen ist. Aber was mit dem anderen ist, I don't know. Das ist natürlich eine High-End-Marke, ne? Also das ist natürlich auch, ist jetzt nicht unbedingt was für Abla Aisha da und ihre 5 Kinder bei Josefs Bio einzukaufen. Aber das ist eine interessante Frage. Und das nächste interessante Thema wäre, da gehst du dann eben auch in die konzeptionelle Arbeit. Also wir haben mit der Islamischen Zeitung in den letzten 20 Jahren mehrere Konzepte erarbeitet, die leider nicht immer den Zuspruch gefunden haben, die sie verdient hätten. Aber die nächste Überlegung wäre dann, da ist dann eben, geht es dann eben nicht nur um das Zeitung machen, sondern um das Medium machen, sondern eben auch um Medium als Kommunikationsform zu gucken, was müssen wir eigentlich machen, damit jedes Fleisch, was bei Muslimen in Deutschland verkauft wird, am Ende wie Josefs Bio ist. Ne? Weil das ist ja dann, weil ich sag mal so rein, darüber zu berichten, und ich kann nicht sagen, ob es schlecht ist oder nicht schlecht, das steht mir kein Urteil zu. Ich habe da eine etwas andere Meinung bei dem ganzen Halal-Fleisch-Sachen, aber anstatt zu gucken, jetzt irgendwelche einzelne oder nur zu gucken, ob einzelne Produzenten jetzt wirklich in Anführungsstrichen halal sind oder nicht, tatsächlich die Frage zu stellen, ey, was müssen wir eigentlich machen als Community, um hier bezahlbares Halal-Öko-Fleisch zu haben? Oder um unsere Ernährung überhaupt nachhaltig umzustellen. Also von diesem rein den Finger auf irgendwas drauflegen hin zu so einer konzeptionellen Arbeit, die finde ich auch in Medien wichtig sind. Unter anderem deshalb, weil es in der muslimischen Selbstorganisation so eine Lücke gibt. Ne?
Es gibt ja gar keine innermuslimische Plattform, wo du dich irgendwie austauschen könntest, außer auf so Dingen wie der Islamischen Zeitung. Mhm. Ist ja bisher nie gewollt worden. Ja. Ja, und ich würde jetzt auf andere Themen eingehen. Nee, aber ich mache den Schwenker vielleicht noch kurz zurück zu der, wo du meintest, dass das Medienformat ja irgendwo einen redaktionellen Prozess hat. Das heißt, da wird ein gewisser Qualitätsanspruch, eine Qualitätssicherung durchgeführt und sichergestellt. Und jetzt auf dem klassischen Influencer-Markt, ich sage es nicht, dass es jeder nicht macht, aber der Algorithmus drängt einen schon dahin, schnell, zügig, der Erste und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Gibt es da irgendwo, und du hast es eigentlich schon angedeutet, weil ihr da hinkommen möchtet, nicht auch die Möglichkeit, dass man trotzdem Formate, die bereits kritisch oder einen gewissen Qualitätsstandard entsprechen, trotzdem in einem, ich sag mal, für den Generation Z oder der neuen Generation in einem verdaubaren Format zu präsentieren? Sprich, schon, natürlich. Also natürlich, also ich halte das auch für nötig. Also wenn du guckst, dass die Mehrheit aller Rezipienten unter 25, glaube ich, Nachrichten auf so Formaten wie YouTube und so weiter konsumiert. Ja, absolut. Ne? Halte ich für sehr wichtig. Ne? Also da Plattformen anzubieten, ob das jetzt auf so einer grafisch animierten Art und Weise ist, was natürlich viel Arbeit macht, ob das auf einem Podcast ist. Ich bin persönlich ein Superfan von Podcast. Und dass die gleichen Sachen natürlich dann zum Beispiel so bei Dingen wie YouTube oder TikTok ist nicht so mein Fall, aber das halte ich schon für wichtig, ja klar. Also ich sehe nicht nur die Möglichkeit, ich sehe die absolute Notwendigkeit, dass man das aufbreitet. Weil wir sind quasi jetzt nach 500 Jahren Buchdruck und Schriftkultur, wir sind wieder ein bisschen zurück zur Bilderkultur. Und daher die Frage jetzt, glaubst du, das ist jetzt definitiv, aber jetzt langfristig gesehen, koexistierend, sprich beide Formate bedienen dann unterschiedliche Interessenten? Oder ich denke, das wird am Ende so sein, ja klar. Ja. Okay, weil meine Frage wäre jetzt, ob die neue Generation, wenn sie jetzt älter wird, steigt sie dann irgendwann mal auf das Zeitungsformat um? Oder mit der neuen Generation? Okay, das wäre nämlich meine Frage. Ob mit der alten Generation in Anführungszeichen das alte Format abstirbt und das neue Format dann Überhand gewinnt? Ja gut, wo es eine Konvergenz gibt, das ist natürlich, wenn du Journalismus auf einer Online-Plattform hast. Ne? Dann liest du deinen Artikel nicht mehr auf Papier, sondern in deinem Endgerät. Das glaube ich schon, klar. Das wird passieren. Ja, okay. Aber ich sehe jetzt nicht, dass dass die Jüngeren, wenn sie 35 werden, dann das Tablet weglegen und dann zur gedruckten Zeitung. Nee, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Okay. Also der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. Heißt nicht, dass man es nicht braucht, ne? Aber ich meine, selbst ich habe meine eigene Morgenroutine. Ich lese morgens in der Regel 30 bis 35 Minuten, 45 Minuten Nachrichten. Das mache ich auch nicht im Druck. Okay. Weil warum soll ich mir jetzt 4 Zeitungen kaufen, wenn ich das auch online lesen kann? Ja. Das ist absurd. Aber jetzt die Frage dahin zum Individuum und jetzt zu dir selber. Ja. Wie wichtig bewertest du denn, sich weiterzubilden grundsätzlich in dem Kontext der aktuellen Geschehnisse, also jetzt nicht einfach nur Bildung, Schule, Uni und Co., ja, sondern sich grundsätzlich weiterzubilden, zu verstehen, was passiert um mich herum, was passiert global, als auch, dass wir schreiben darüber selber. Ja? Also nicht nur das zu konsumieren, sondern auch diese Nachrichten zu produzieren. Und also im Kontext jetzt der muslimischen Community. Beide Aspekte halte ich für sehr wichtig. Ich denke, man sollte ein ausgewogenes Spektrum an Medien regelmäßig konsumieren. Ja? Das denke ich ist unglaublich wichtig und das ist tatsächlich dann am Ende dann schon den Unterschied, ob es sich wirklich um professionellen Journalismus handelt oder ob es sich um Individualpublizistik handelt. Ja, ein Aspekt ist nicht unwichtig, bevor ich den zweiten Aspekt beantworte. Ne? So, als ich hier aufgewachsen bin, ne? Also ich bin Jahre 70, ne? Aber sag mal so, du hast auch unterschiedlichste Meinungen gehabt. Also von
NPD bis DKP in meiner Vorwendezeit. Ne? Mhm. Aber was du hattest die gleichen Medien. Ne? Du hattest das lineare Fernsehen. Ne? Selbst als die Privatsender zukommen, es war linear. Linear bedeutet Sendung 1, Sendung 2, Sendung 3. Ne? Das sagt nichts über die Qualität der Sendung aus. Du findest auch heute gute Sendungen, ob das jetzt bei Arte ist oder bei ZDF Neo oder so weiter. Aber du hast quasi einen überpersönlichen Sendungsablauf gehabt. Heute, und das zeichnen gerade junge Konsumenten aus, ist jeder sein eigener Redakteur. Weißt du, was ich meine? Mhm, das heißt, du guckst dir deinen TikTok-Dings an, dann gehst du mal schnell auf die Tagesschau, dir diesen Tagesschau-Clip angucken. Das heißt, du stellst dir deine eigene Welt zusammen. Ne? Und das heißt, das führt am Ende dazu nicht nur, es führt am Ende nicht nur dazu, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die gab es auch vor 50 oder 100 Jahren, seit es Massenmedien gibt. Das ist nichts Neues, sondern das ist mittlerweile dass sich Leute nicht mehr auf die gleiche Wirklichkeit einigen können. Ne? Mm. Es gibt diesen schönen Satz von einem amerikanischen Soziologen, der sagt, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und was wir jetzt haben, im Grunde, der Begriff kam das erste Mal auf, als Trump in Deutschland bekannt wurde, wir sind in so einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt, jeder generiert im Grunde nicht nur seine eigene Meinung, sondern eben auch die eigenen Fakten und damit die eigene Wirklichkeit. Was wir jetzt haben, wir haben nicht nur diese Echokammern und Filterblasen, sondern was wir haben also Leute, die wirklich in unterschiedlichen Realitäten leben. Und das ist für ein Gemeinwesen ziemlich, ziemlich gefährlich. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man Medien konsumiert, Medien rezipiert, die nicht aus der eigenen Echokammer oder aus der eigenen Filterblase kommen. Punkt 1, erster Aspekt. Zweiter Aspekt, Schreiben ist unheimlich wichtig. Und zwar nicht nur für die Community oder mit irgendeinem, konzeptionellen, ist für jeden Einzelnen, ist diese Form des Ausdrucks, muss nicht unbedingt Schreiben sein, aber das sich ausdrücken ist unheimlich wichtig. Gerade in so einer Zeit, wie der, in der wir leben. Und ich denke, als Community jetzt über den Einzelnen hinausgehen, das ist sehr wichtig, dass wir schreiben. Das, oder aber übersetzt, dass wir Podcasts aufnehmen, dass wir Videos machen, dass wir Bilder machen und so weiter. Also es muss nicht, das Medium ist dabei erstmal egal. Mhm. Aber dass wir was sagen und dass wir das dem anderen sagen, halte ich für unglaublich wichtig. Ne? Aber es muss irgendwie eine rationale Art und Weise passieren. Ne? Weil so wie es heute ist, ne, und ich bin der Erste, der sich Schuld meldet, ich glaube, ich bin seit über 12 Jahren bei Facebook oder noch länger, ist, stell dir mal vor, irgendjemand würde sich auf den Kölner Domplatz stellen und vorlesen, ich liebe, ich höre gerne Dubstep, ich esse gerne Döner, ich mag rote Rosen. Da wirst du denken, du bist komplett gesteuert. Aber wir machen das alltäglich auf den sozialen Plattformen. Wir brüllen wir adressieren eine komplett unbekannte Menge an Leuten und kommunizieren von unseren Vorlieben. Das ist nicht absolut absurd. Ich meine, das ist im gewissen Sinne, vor 100 Jahren hättest du gesagt, die Leute sind alle geisteskrank geworden. Mhm. Und also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Community, aber dass die Einzelnen oder als Communities, muss man fairerweise sagen, und dass die einzelnen Glieder davon natürlich schreiben. Aber es muss auf eine Art und Weise passieren, dass es auch irgendwie Sinn macht. Also ich habe das selber gemerkt, ich kann 1000 kluge Sachen schreiben auf Facebook, aber was interessiert, am Ende kriegst du 5 Likes und einen gefällt mir nicht und das war's dann. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Und glaubst du, dass Annahme, dass wir deshalb zu wenige Formate haben, wo etwas produziert, gesagt, geschrieben, gemalt, aufgenommen wird, wie auch immer, dass das daran liegt, jetzt Klischee, weil diese Sachen erstmal kein Geld bringen und sich die Generation vorher eben darauf versehen hat, irgendwie Existenz zu sichern, dementsprechend in Berufe, das klassische Bild, weiß nicht, in gewissen Kulturen gibt es nur Ärzte, Ingenieure und Lehrer oder so, ne? Und alles andere kommt nicht in Frage. Liegt das tatsächlich nur daran oder hat das auch einen anderen Grund, dass... Das hat verschiedene Gründe. Erstens hat das was damit zu tun, das ist außer jetzt im spirituellen Sinne. Ne? Also ich kann morgen in deine Heimatstadt fahren, in die nächste Moschee gehen, ich kann mit den Leuten beten, fasten, was auch immer. Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich die muslimische Community so nicht. Ne?
sondern es gibt, sind immer Teil-Communities gewesen die letzten Jahrzehnte. Das ist die türkisch-muslimische, die türkisch-kurdisch-muslimische, die irakisch-kurdisch-muslimische und so weiter und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, es gibt die Muslime als Subjekt, die als Subjekt handeln können, gar nicht. Zurzeit zumindest nicht. Ne? Das ist das Erste. Das heißt, am Ende wird derjenige, für der sich als zuerst als türkisch definiert, natürlich zu immer erst türkisch geprägte Medien konsumieren. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, es hat nie einen Willen gegeben, der organisierten Verbände, der Strukturen, der Leute, die in Deutschland Geld haben, irgendwelche unabhängigen Medien zu fördern. Das hat es nie gegeben. Im Gegenteil. Es war einfach, das ist natürlich nicht kommod. Also wenn du hier irgendein Medium stark machst, das im Grunde nicht eins zu eins deine Wahrheit wiedergibt, dann ist da kein Interesse dran. Es gibt keinen konzertierten Willen. Es hat nie irgendwie so ein Interesse dran gegeben an Medienarbeit, sondern man hat gesagt, ja, da bauen wir halt ein neues Verband, was nicht, im VEKZ will jetzt, glaube ich, irgendwie ein Zentrum für 30 Millionen errichten. Ja, oder Köln halt Zentralmoschee, 24 Millionen. Es hat nie ein Interesse gegeben, irgendwie sowas wie ein unabhängiges Medium zu fördern. Und es hat auch bisher nie irgendwie die Einsicht gegeben, dass vielleicht eine unabhängige Medienarbeit für die Community wichtig sein könnte. Dass es vielleicht sowas braucht, dass Muslime auch irgendwie eine allgemeine Stimme haben oder wo sie irgendwie einen Schallraum finden. Die Einsicht hat sich bisher nicht durchgesetzt, sondern tatsächlich mal das Geld in Bauten oder um Strukturen zu stärken oder in der Hoffnung, irgendwie den Welthunger zu lindern, aber nicht, sagen wir mal, sowas Nachhaltiges zu machen. Welche Gefahr birgt sich jetzt dahinter über die Tatsache, dass es diese Formate nicht gibt oder welche Chancen haben wir eigentlich dadurch verpasst? Also ich will nicht sagen, dass wir zu wenig Gelder haben, sondern vielleicht sind die einfach nicht die Mittel sind einfach nicht diversifiziert genug, sodass man alles entsprechend ausgeglichen abdeckt, insbesondere auch Formate, wo wir Position beziehen, wo wir Geschichten erzählen, wo wir Gesicht zeigen, etc. Welche Chancen, denkst du, haben wir verpasst dadurch, sodass wir jetzt vielleicht in der Position sind und uns beschweren, dass andere Leute unsere Geschichten erzählen? Also ich würde erstmal grundsätzlich würde ich immer sagen, es gibt, man kann alles ändern. Also das Kapitel ist ja nicht abgeschlossen, wir sind ja nicht fertig, sondern so bis wir unseren letzten Atemzug getan haben und sozusagen unser Ende bestimmt ist, können wir alles noch ganz anders machen. Ja, das war vielleicht mal so, das war ein Fehler, also ich sehe nicht so schwarz, denn es ist zweitens, ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Plattformen brauchen können oder brauchen. Also ich sehe da nicht, also ich bin da kein Zentralist, kein politischer Zentrist, der da sagt, ja, das muss aber diese eine Sache sein, in dem Fall jetzt nur die EZ, sondern es können ganz viele Plattformen sein. Also ich sehe die Möglichkeit da gegeben, das immer noch zu machen. Das ist das Zweite ist, Geld ist nicht so die ganz große Frage, weil so viel kostet es auch nicht. Drittens, ich halte das für extrem wichtig, einfach auch, um die Extremen zurückzudrängen. Ne? Also wenn du mal guckst, was so Leute wie Plattform Realität Islam oder wie immer die heißen, also passt ja alle paar Monate mal, gibt es dann irgendwie so einen neuen Hisbut-Tahrir-Ableger. Was die für einen Zustrom haben, da müssen auch Muslime ein bisschen Kommunikation gegensetzen. Wir brauchen diese Plattform, um zum Beispiel sowas wie junge Leute auch zu erreichen. Du musst ja dir auch die jetzt nicht in die Moscheen kommen, die nicht irgendwie in den tradierten Communities sind, einen tradierten Background haben, die musst du irgendwie erreichen. Und du musst auch eine ausgesprochene Gegenposition, also brauchst du deinen eigenen Diskurs. Und so einen Diskurs machst du nicht zweimal in einer Presseerklärung, sondern Diskurs machst du dadurch, dass du mit den Leuten kommunizierst. Das ist wichtig und es braucht eine professionelle Medienarbeit. Also ich kriege bei meinem lokalen Gartenbauverein kriege ich schneller einen Interviewpartner als beim KHM. So. Jetzt auch vielleicht hier, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber fehlt dann vielleicht Leuten aus der Community die Perspektive oder vielleicht auch die islamisch-spirituelle Motivation? Ja, also über Punkte wie den letzten spreche ich nicht, weil das wäre eine Anmaßung. Okay. Weil nichts, was ich gesagt habe, ist irgendwie individuelle Kritik, irgendwie moralisch, ist amoralisch, was ich gesagt habe, hat keine moralische Komponente. Also erstmal muss man sagen, wir haben eine Menge Talente in Deutschland. Ja? Gibt eine Menge super Leute,
die es teilweise auch in die Tageszeitung geschafft haben oder in Wochenzeitung. Ne? Ein Grundproblem ist einfach für junge Leute, ist sowas wie Subsistenz. Ne? Das ist ein bisschen das gleiche Problem wie mit den Leuten, die jetzt alle mit Theologie fertig sind, von denen aber nur 3% laut AIWG irgendwie Imame werden. Weil du musst halt irgendwie dein Geld verdienen. Ne? Ja. Ein junger Mensch, der sagen wir so professionell schreibt, der hat in der Regel auch sagen wir so eine Ausbildung oder eine akademische Lehre hinter sich, sprich, der will auch ein gewisses Niveau haben. Ne? Das ist jetzt kein pensionierter Hodja, der nochmal für 3 Jahre aus der Türkei nach Deutschland kommt, ne? Sondern die musste irgendwas bieten. Ne? Das heißt, die Leute haben auch sowas wie eine Subsistenz, die müssen überleben. Und dann gehen sie natürlich erstmal logischerweise dort, wo das ist. Entweder sind das dann so Projekte, wo die Leute, weiß ich, alle 1-2 Jahre eine neue Projektförderung beantragen, so Dinge wie Datteltheater früher oder so oder Poetry Slammer. Oder aber es sind Leute, die sich dann in professionellen Redaktionen niederlassen. Ne? So ein bisschen, was denn, eine Zeitung ist ein bisschen wie ein Opernhaus. Ne? Du wirst immer Geld reinstecken müssen. Das ist der Witz bei der Sache. Medium ist wie eine Armee, wie ein Krankenhaus, wie eine Schule. Das sind keine Profit Center. Ja. Sondern was es braucht, idealerweise machen sie natürlich, tragen sich natürlich selber, aber es braucht einen kollektiven und gemeinschaftlichen Willen, sowas zu machen. Und da musst du natürlich die Talente, die wir haben, die auch immer wieder hochkommen, die musst du natürlich entsprechend fördern. Wir brauchen in Deutschland sowas wie ein Mentoring. Für Leute, kann man vielleicht auch mit bestehenden Journalismusakademien oder Journalistenschulen auch so wie zumindest Anfangssachen machen, um so die Talente hochzuziehen. Aber wir brauchen natürlich den Leuten irgendwie eine Möglichkeit, dass sie davon leben können. Und genau an dem Punkt will ich eingreifen, wo du sagst, es braucht eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um sowas zu fördern. Und das ist das, was ich meinte, ne? Auch wenn du vielleicht da nicht ins Detail gehen möchtest. Aber ist es nicht etwas, was wir als Community verkannt haben? Auch aus... Klar. Islamisch-spiritueller Sicht, ich meine, wenn ich den Koran lese, dann lese ich Geschichten. Dann lese ich Sachen, die mich bewegen. Dann lese ich etwas, was mir zeigt, woraus ich Lehren ziehen kann und dann dadurch meinen Lebensalltag bestimmt. Und ich habe so das Gefühl, dass eben nicht-islamische Zusammenkünfte, ob es jetzt Hollywood ist, ob es jetzt irgendwelche Zeitungen sind, ob es jetzt irgendwelche YouTube-Formate sind, das halt für sich erkannt haben, dass sie vielleicht nicht in den ersten 2, 3, 4 Jahren sofort alles rausbekommen, Billionäre sind oder sonst was, sondern investiert und entsprechend die Geduld hat, weil man weiß, wenn es dann fliegt, dann fliegt es gut. Ja, also seh ich absolut so. Also ich denke, ich war ja bisher relativ unpolemisch, ne? Also ganz entgegen meiner Art. Ich werde jetzt mal ein bisschen polemisch. Was wir als Community, wir brauchen ein bisschen einen Wechsel in unserem Mindset, ne? Wir haben so eine Art und Weise, wie wir Mittel verteilen, oft so einen christlichen Charity-Aspekt drin. Weißt du, guck mal das arme afrikanische Kind, guck mal den. Ne? Was wir nicht verstanden haben, was wir brauchen im Moment, meiner Meinung nach, oder seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren, was wir brauchen ist, wir müssen starke Leute groß machen. Ne? Wir brauchen junge Leute, ich meine, das ist ein Begriff, der ist bei vielen Muslimen verschieden, wir brauchen eine innermuslimische Elitenförderung. Ne? Wir brauchen taffe, professionelle, energetische junge Männer, junge Frauen, die sowas auf die Beine stellen, weil die sind dann am Ende diejenigen, die zum Beispiel was für die anderen tun können. Ne? Also anstatt sozusagen mit diesem christlichen, diakonischen Gedanken ranzugehen, ne, sollten wir eher gucken, wie schaffen wir das, gute junge Muslime auszubilden oder viele müssen gar nicht ausgebildet werden, aber zu fördern, dass die dann Projekte realisieren können, jetzt mal jenseits von Medien, um irgendwie einen positiven Zweck zu erreichen. Ich glaube, da brauchen wir eine Veränderung kollektiv in unserem Mindset. Ne? Das halte ich für extrem wichtig. Nicht nur in der Medienarbeit, sondern generell alle zivilgesellschaftlichen Aspekte der muslimischen Community in Deutschland. Ich würde sagen, dass ich dir danke, lieber Suleiman, für eine sehr, sehr spannende Stunde. Und ich will dieses Wort von dir als Abschlusswort tatsächlich nehmen und also auch Animation. Mhm. Also wir brauchen, wie du sagst, die fördern und die gefördert werden müssen irgendwas. Das ist so ein Zusammenspiel. Das heißt, der Appell an die Zuhörer und Zuhörerinnen,
das können wir sein, genau wie du es gesagt hast. Ne? Was nicht ist, kann noch werden. Mhm. Was noch nicht da ist, ja, sollte entstehen. Und wer als wir? Ja? Also nur neben dem Spielfeld zu stehen und irgendwie sich zu beschweren, warum die Mannschaft verliert, ist nicht Sinn der Sache. Wir sind die Mannschaft. Wir sind Teil der Mannschaft. Ja. Wir gehören dazu. Wir sind auf dem Spielfeld. Jeder Einzelne von uns. Und das hat auch nochmal mir das Gespräch auch aus dem Winkel Medien, Zeitungen und Schriften sozusagen gezeigt. Deswegen danke ich dir vielmals. Danke für die Möglichkeit, an der Debatte teilzunehmen. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche viel Erfolg schon und freue mich auf die App der Islamischen Zeitung. Inshallah. Ich denke, bei dem Zeitpunkt, wo da die Folge hier veröffentlicht wird, ist sie schon draußen. Deswegen sucht einfach Inshallah. App, Inshallah. Lieben Inshallah. Dank. Inshallah. Salam alaikum. Ja, gern geschehen. Wa alaikum salam. 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 Salam.